Wir sind zurück bei einer weiteren Folge. Genau, Folge Watch Dogs. Wir fahren jetzt mal hier zu unserer geilen Auktion mit unserem geilen Auto. Zum allerersten Mal wurde die Windy City zur modernsten Hightech-Stadt Amerikas gekürt. Dank Bürgermeister Rushmores CityOS-Initiative gilt Chicago nun als effektivste und fortschrittlichste Stadt in den ganzen Vereinigten Staaten. Hey, den Part kenne ich schon, also die Stück. Okay, modernste Stadt der Vereinigten Staaten, bla bla bla, dank CityOS. Zeig mal, wie sieht der Innenraum aus? Also ist ja auch sehr schlicht gehalten. Ja, die Karre ist cool. Straßenwerke. Okay, alles klar. Ja, du steckst jetzt fest. Wie weit haben wir es noch? 10.000 Kilometer. Hui. Easy. Und das Auto geht nicht kaputt, doch. Schadensmodell ist am Start. So. Wir haben es gleich geschafft. Warum hier lang? Warum nicht andere Seite rein? Noch 500 Meter, okay. Hier kommt der Big Boss, Jungs. Okay, hier sind ziemlich viele Poller. Ich hoffe mal nicht, dass wir abbauen müssen. Quinns Auktion. Irak ist irgendwo da drin. Die Security ist streng und die Geschichte von dem Autohändler wird sicher bald berichtet werden. Irak finden, seine Marke scannen und nichts wie raus da. Schön lauter schicke Autos. Klingt gleich genug. Und ein Polizeiauto. Irgendwas sagt mir, dass es nicht so einfach wird. Okay, irgendwas sagt ihm, dass es nicht leicht wird. Erstmal mit den Camps abchecken, was hier so geht. Nix, okay. So, ein riskantes Gebot. Dann wollen wir das mal starten. Und 10 Millionen Versuche gebrauchen. Sorry, Mr. Crispin. Wir brauchen Ihre Waffe. Ich will nicht unhöflich sein. Kein Kratzer. Mr. Quinn sagte, Sie würden gern die Ware begutachten. Ich weiß gern, für was ich bezahle. Ich bat darum, meine Ware hierher zu senden. Wo finde ich Poppy? Mr. Quinn weiß von Ihrem Wunsch. Keine Sorge. Sie ist hier. Ich mache Sie mit Mr. Quinns Regeln vertraut. Alle Zahlungen müssen über ein sicheres Konto oder Cash erfolgen. Wenn Sie eins der Mädchen testen möchten, bevor die Auktion beginnt, kostet das eine kleine Gebühr. Es gilt nicht für die Premium Girls. Das würde Ihren Wert verringern, wenn Sie verstehen. Ja. Pass auf, dass alles ruhig bleibt, sonst können wir leider nicht verhindern, dass die anderen Kollegen euch ruhig stellen. Die Auktion. Unsere Kunden sind ruhig. Ja, überweis einfach die Kohle. Okay, Mädchen testen. Bei den Gangbängern bekomme ich nur Herpes. Bin schon. Der Boss ist bald bei denen fertig. Nee, auf gar keinen Fall. Ich werde dir für sicher nicht den Kopf hinhalten, wenn irgendwas davon durchsickert. Also sollte heute Nacht besser nichts schief laufen. Siehst du die ganze Kohle in dem Laden? Leck mich. Hola. Das ist Mr. Crispin. Ich bringe ihn jetzt zu Mr. Quinn. Die schicken nicht die ganze Ware auf einmal auf die Bühne. Ein paar werden nur privat vorgeführt. Die sind alle mit einer Nummer versehen. Ist effizienter so. Manche Gäste schauen lieber auf die Monitore. Sie wollen lieber die Bühne sehen, hieß es.
Wie hätte ich mich denn sonst davon überzeugen sollen, dass eure Ware gut ist? Dann könnte man schnell laufen. Macht Platz! Mr. Quinn wartet. Mr. Quinn ist da oben bei IREC. Alles klar, hinten rum. Na, mir gefallen die Beine nicht so. Es gibt doch noch andere. Ich habe so das Gefühl, dass hier auf jeden Rischikat verkacken werden. Doppelcheck von jedem. Und wenn es absolut sein muss, triple checken wir die Penner. Fuck, Alter. Alles ist in Ordnung. Drauf. Okay, wir machen jetzt hier mal easy weiter. So. Bei allem Respekt, Ihre Männer sind verschwunden. Das ist viel zu riskant. Extra Security reicht nicht. Wir hätten absagen sollen. Riskant ist, vor anderen eine Schwäche zu zeigen. Oh Gott, den kennen wir doch. Ganz ruhig. Der kennt mich bestimmt. Nur ziehen Sie keine Show ab. Die Männer sind überfordert. Ihre Männer sind ersetzbar, Mr. Irak. Das Geschäft muss laufen. Inzwischen finden Sie den Mörder. Das ist alles. Mr. Crispin? Entschuldigen Sie mich. Natürlich. Unser Ehrengast ist da. Mr. Quinn, leider kann ich nicht bleiben. Genießen Sie das Schauspiel? Welches? Das da unten oder das hier oben? Ah, mein Partner Mr. Irak. Ein loyaler Soldat. Aber noch jung. Was sehen Sie, wenn Sie da runterschauen? Hässliche Crackbitches. Wie jemand seine Macht spielen lässt. Mr. Irak? Er sieht eine Auktion. Er sieht nur Profit. Die Erfahrung lehrte mich, mich nicht manipulieren zu lassen. Nicht nachzugeben. Sie haben gar keinen Akzent, Mr. Crispin. Ich musste im Leben vieles lernen, um es so weit zu bringen. Und das alles hatte nichts mit Glück zu tun. Mr. Crispin! Die trauen dir nicht. Ich weiß, wir gehen. Die ist schon hot, aber die hat keine Haare, Alter. Das Tattoo ist ein Peilsender unter meiner Haut. Ist ein kaltes, effizientes Business. Ich kann das Signal stören. Das war's? Ja. Ich hörte, wie die über Crispin sprachen. Sie wissen, dass... What the fuck war das? Jetzt hier raus. Durch den Keller. Komm mit mir. Nein, ich verlasse meine Freunde nicht. Okay. Hä? Ich scanne von der Bitch den Peilsender, ja? Also beziehungsweise stör den. Und dann? Ich kann ja nicht rennen, Alter. Also ich weiß halt nicht, welche geiler ist. Ja doch, wir rennen einfach mal. Komm mit mir. Okay. Ich schicke Hilfe. Okay, ich
muss schnell raus. Alles rück? Nein, ich hab zu spät B gedrückt. Hey, Hurensohn! Fuck, Mann! Ja, Hurensohn. Ah! Scheiße! Ich versuch's da hinten. Ich muss meine Waffen aufstocken. Jetzt wollen mich alle töten. Jetzt komme ich hier nicht raus, okay? Also muss ich... Ach so! Jetzt kann ich die Kamera usen. Alles klar. Oh shit. Lauf, lauf! Fuck, Alter, ich hab das mir so schön ausgemalt. Das war gar nicht mal so schlecht. Ach, Kacke. Draxler. Fuck it. Oh, ich hab einen Lag. Nein. Och, komm. Oh shit, oh shit, oh shit, Steffen, auf. Oh nein, oh nein. Oh. Nein! Fuck, fuck, fuck! Okay, wir müssen das Ganze doch ein bisschen taktischer machen, Alter. Also wir werden wohl doch
Schnappen wir ihn! Ich werde Claymore behalten, Alter. MG. Ich muss ihn irgendwo hinlocken, wo ich was sprengen kann. Hätte ja leicht, das wär ja zu leicht gewesen, wäre ja zu schön. Alter Schwede, okay. Okay. Dann versuchen wir es mal ein bisschen sneaky. Ich will alle Wachen, die es hier gibt, so möglichst wie gut sehen. Jo, bleib wachsam, Mann. Okay. Kumpel, bringt ihn zur Strecke wie einen Reutemann. Geht in Deckung, Bies. Er hat so viel Schlag, ich geb es. Ich bring dir mal Respekt bei euch. Komm, zeig dich. Ich hasse Controller-Steuerung.
So was hast du noch nie gesehen. Ich bin so behindert, Alter. Ich spreng es neben mir ein und zünde so da vorne, Mann. Ach, kacke, 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 kacke. Aber das ist, glaube ich, der richtige Weg so. Okay, also wir werden jetzt uns erstmal hier da dahinter begeben. Dann werden wir uns die Kamera schnappen. Den Spacken, den Spacken, den Spacken, den Spacken. Den Spacken, den. Yo, nicht unvorsichtig werden. Was ist das? So will ich nicht. Alter, Verachtung. Ihr findet ihn. Augen auf. Findet ihn. Dann macht ihn kalt. Verstanden? Das ist ja dumm. Aber wir haben ja unseren Blackout noch. Oh, oh. Das Problem ist... Alter! Alter! Den Fettsack irgendwie hierher locken. What the fuck? Keine Hier müssen wir ihn herlocken. Ich hab noch nie verloren, Pussy. Wenn er das herlocken soll. Lass es klappen. Hä? Och nein. Zeit, ihm in den Arsch zu treten. Och nein. Ich habe keine Blackout-Möglichkeiten mehr. Vergesst nicht, die Augen offen zu halten. Oh.
erst wachsam. Man weiß ja nie. Jo, bleib wachsam, Mann. Sieh zum. Bleib wachsam, man weiß ja nie. Reißt ihm den Arsch auf. Geht kein Risiko ein. Ich hab hier einen Schuh. Auf, Alter! Nimm's mir ab! Nimm's mir ab! Alter, ich bin gerade mega konzentriert, falls man das nicht merkt, ne? Also. Hier ist nichts. Ich geh weiter. Hör auf, Mann! Ich hoffe, es ist schon alles gesprengt hier draußen, so größtenteils. Oh nein. Ach nein. Vollstrecker, Elite, Scharfschütze. Also wir haben hier alles am Start. Absolut nix. Ich schau mal danach. Hier ist nix. Geh mal da lang. Pass mal auf! Wird sich viel von dir übrig bleiben, was wir begraben können. Gut, dass er mich hier nicht trifft. Accusing.
halt ihn im Auge. Ich hab den Wichser im Visier. Oh, das ist leer. Notrufzentrale, worum handelt es sich? Hier gibt's eine Riesenschießerei. Bei den Barrows in Brandon. Alle, es wurden Schüsse gemeldet bei den Barrows in Brandon Docks. Sehen Sie sich das an. Gut. Die Cops finden die Mädchen und bringen sie in Sicherheit. Und was die Bieter angeht, wenn jemand der Razzia entkommt, dann landet er wieder auf meiner Liste. Okay. Okay. Wo ist jetzt das Moped? Ach, da. Es ist aber scheinbar... Oh, 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 oh. Ich achte mal auf diese Kalle und jag sie durch den Profiler. Dann kann ich sie für die Taten hier bloßstellen. Und diesen Ring sprengen. Okay, ja, genau, schön für diesen Ring sprengen. Ich hätte gerne jetzt, bevor ich überhaupt, oder wir hier überhaupt irgendwas machen, Munition. Mr. Pierce, Jax ist weggelaufen. Ich mache mir Sorgen. Ich wollte die Polizei anrufen, aber zuerst Sie verständigen. Nein, nein, alles gut. Er macht das manchmal. Er ist gestresst und fährt dann gerne mit ihm zu. Keine Sorge, ich weiß, wie ich ihn finde. Bitte rufen Sie an, wenn Sie etwas wissen. Wenn Sie ihn nicht finden, sollten wir die Polizei alarmieren. Das wird sich aufklären. Ehrlich. War klar, dass Jax das tut. Er ist kein Kind, der still sitzt. Er hat viel von seinem Onkel. Ja. Jetzt sucht er seine Mutter. Wo könnte er sein? Ich will Munition kaufen. Muss ich da jetzt ernsthaft hin? Okay. Wir fahren jetzt trotzdem erst Munition holen. Ich glaube, den werden wir trotzdem noch finden. Und das Gute ist ja, dass wir Munition kaufen werden. Vor dem Laden werden wir die Folge. Alter, ist dieses Motorrad laut, ey. Halt durch.
Ich komm dich holen. Genau. Wir kommen. Ich komme und hol dich ab, Bub. Aber. Ja, sorry. Ich bin gerade ein bisschen maximal verwirrt, weil ich hier 10 Sachen gleichzeitig machen will. So, und zwar, wenn wir die Folge jetzt beenden, dann gehe ich schnell in den Laden, kauf Munition und so, weil da drin ist bestimmt wieder Musik, das dann wieder hinterher rumheulen werde beim Hochladen von YouTube, so, oh, urheberrecht geschützte Musik und so ein Scheiß. Und dann werden wir uns, da setze ich schon mal den Wegpunkt hin. Ich hoffe, das ist der richtige, ich denke mal schon. Und dann werden wir uns gleich wiedersehen, beziehungsweise dann halt morgen in einer weiteren Folge Watch Dogs. Und denkt daran, ein Träumchen wäre ein Däumchen. Bis zum nächsten Mal.